Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind heute extra für euch mal zeitig aufgestanden. Wir machen heute mit euch mal einen kleinen Stadtrundgang bei einer völlig leeren Stadt Kirk. Und wir machen heute mal 360-Grad-Aufnahmen für euch. Wir sind gerade hier unten am Park. Hier drüben ist eine schöne, leckere Pizzeria, eine sehr günstige Pizzeria. Die Kerstin, die wartet schon. Macht schöne Bilder. Oh, von Möwen. Das ist ja schön. Genau. So, mal kurz warten. Gehen wir weiter? Auf die Sonne wartet sie. Die geht nämlich da hinten schon auf. Da oben die Möwen jetzt noch. Die Wolken, die waren ja. Also, wenn ihr uns begleiten wollt, auf dem kleinen 360 Grad Stadtrundgang, dann bleibt ihr jetzt dran, setzt euch entspannt auf die Couch, lümmelt euch ganz gepflegt in den Sessel, Kaffee, Tee, Eiskaffee, Kakao, was auch immer ihr trinken möchtet, und Kaffee oder Kuchen, Gebäck, irgendwas zum Naschen, vielleicht ein Eis, futtern, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zusammen los und zeigen euch mal die wunderschöne Stadt Kirk am Morgen. Jakobsweg laufen auf der Insel Kirk. Wie ihr seht, der Camino de Santiago oder Jakobsweg ist ein Netz von Pilgerwegen, die zum Wallfahrtsort Santiago de Compostela in Galicien, Spanien führt. Also kann man ja auch ein Stück Jakobsweg laufen. Hier geht es ins Kastell rein. Zwischen 9 und 23 Uhr, da müssten die heute aufhaben. Dann gucken wir mal. Und? Guck mal, was da oben in der Luft ist. Eine Drohne. Da drüben. Da. So viel dazu, ne? Wird hier die komplette Stadt gereinigt, Müll entsorgt, hier fährt die Kehrmaschine durch, macht alles schön sauber, damit die Touristen alles wieder verschmutzen können. Hier reingehen? Gehen wir hier rein. Ha? Carsten hat wieder ein Fotomotiv entdeckt. Das ist die Gasse, die wir das letzte Mal runtergelaufen sind, glaube ich. Bisschen mal hochgelaufen, das letzte Mal, glaube ich, ne? Ja. Ach, das ist die ganz schmale Gasse. Ach, das ist ja schön hier. Ist ja süß. Ich gehe mal hier runter. Nein, das ist nicht die schmalste Gasse. So.
durch. Wir sind am Hafen. Einen wunderschönen Tag, nichts ist los. Da liegt eine riesengroße Yacht. Und von hier haben wir auch den Bootsausflug gemacht. Sehr schön. Die Yachten, die Ausflugsschiffe hier, die man buchen kann. Könnt ihr mal hier am Hafen entlang schlendern. Es sind verschiedene Stände und da könnt ihr euch den besten Preis raussuchen und das beste Angebot. Und dann könnt ihr einen kleinen Bootsausflug machen. Da, Piratenschiff. Genau. Man kann ja auch mit so einem Submarine-Boot fahren, also mit so einem Halbtauchboot. Man kann sich die Unterwasserwelt anschauen. Genau. Tauchen kann man, angeln kann man. So, die Stadt so schön beleuchtet hier von der Sonne, seht ihr so ein bisschen im Hintergrund, ne? Riesengroße Yacht liegt dort. Genau. Und da gehen wir hier mal um die Ecke rum. So. Vorne kann man Eis essen, sehr lecker. Kugel 2 Euro oder 2,40 Euro. Müsst ihr wissen, ob ihr das wollt. Das Eis ist ein bisschen teurer geworden hier mit der Euro-Umstellung. Thank you.
hier vor. Immer der Sonne entgegen. Schön. Muss doch schon wieder in der Stadt noch sein, genau. Tja, früh am Morgen ist hier wenig los. Da ist es. Da gehen wir mal hin. Das ist eine Schule. Fahrschule. Schön. Alles neu gemacht. Richtig schick. Alles schön von der Sonne angestrahlt. Das seht ihr ja. Traumhaft. Das ist eine Schule. Eine ganz normale. Klosterschule? Man weiß es nicht. So. Our Lady of Healed. Schön. Gehen wir mal hier von rum. Aber schönen Blick wahrscheinlich runter nach Kirk. Wo Abertown geht. War früher hier. Aha. Okay. Sehr schön. Früh am Morgen musste man wirklich zum Sonnenaufgang hier durch die Stadt laufen, das fuhr ich am wenigsten los. Aber gestern Morgen schon, so gegen um 9, halb 10 war ja auch relativ wenig los. Am Sonntag ist natürlich, oder am Wochenende ist natürlich am meisten los, logisch. Dann gehen wir mal hier unten lang. Jetzt läuten auch die Glocken. Das gehört bestimmt alles dazu, das ist bestimmt eine Klosterschule. Hier ist auch die Kirche dazu. Und da ist auch der Kirchturm oder der Klosterturm. Und wir gehen jetzt hier die Gasse runter, gehen dann mal Richtung Altstadt. Zurück gibt es noch viele andere Gassen zu entdecken. Kann man alles wunderbar laufen hier. Geht's den Berg wieder runter Richtung Hafen.
vorbei. Kathedrale. Bögen hier, wo man drunter durchschlafen kann. Alles schön beleuchtet. Ist auch schön. Traumhaft. Und wir gehen mal wieder hier runter. Alles kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen. Müsste ich ja durch jede einzelne Gasse wandern. Aber es ist natürlich schön hier. Sind wir schon wieder vorne angekommen, am kleinen Stadttor. Genau. So ihr Lieben, das soll es schon gewesen sein mit dem kleinen Stadtrundgang hier, mit der 360 Grad Ansicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Da hinten geht uns ein bisschen die Sonne auf. Genau. Da sonst sich noch eine Katze in der Sonne. Herrlich. Jo, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser kleine Einblick hier in die wunderschöne Altstadt von Kürk. Also, wenn ihr mal hier seid, gerne mal früh zum Sonnenaufgang hier durch die Stadt schlendern. Das ist einfach traumhaft schön. So gut wie leer. Es fängt langsam an, Leben hier. Alles aufzuwachen. Wunderschön. Also in diesem Sinne, hier auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen, gerne was kommentieren und lasst vor allen Dingen einen Daumen nach oben da, wenn euch dieser Film gefallen hat und nicht vergessen, die Glocke zu betätigen, dann verpasst ihr nämlich nichts mehr auf diesem Kanal. Bei Facebook gerne ein Like dalassen, gerne was kommentieren. Bei Instagram seht ihr natürlich wie immer das ein oder andere Foto, auch Fotos von der Kerstin. Ihr könnt mich natürlich hier gerne unterstützen, zum einen bei PayPal oder eben auch bei YouTube über die Superfanks-Funktion. Da könnt ihr meine kleine Spende da lassen. Die Höhe dieser Spende überlasse ich ganz euch. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Cent. Ihr könnt mich gerne auf meiner Internetseite besuchen, www.der-wanderfritze.de. Da gibt es eine Reihe der Ausrüstung. Einfach mal reinschauen. Da findet ihr alle meine Ausrüstungsgegenstände. Genau. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Samstag, einen wunderschönen Sonntag, ein wunderschönes Wochenende. Kommt gut in die nächste Woche, bleibt alle gesund und munter. Und wir sehen uns dann bald wieder hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Abenteuer. Also bis dahin, tschüss, sagt euer Wanderfritze.